Oh, weltbewegend war das ja nicht. Egal. Okay. Landemanöver! Landemanöver, Captain! Erwarte neuen Kurs! Im Schwebezustand! Die machen ein Wendemanöver. So. Flugroute ist eingezeichnet. Wie sieht denn mein Kornbestand aus? Gut. Steuere. So, wie ist das? Eine Minute auf eine Minute auf eine Minute. Flugroute ist eingezeichnet. Schwere Geschützfabrik geht auch auf eine Minute. Heißt ein Hochofen und zwei Dynamikfabriken befeuern zwei Geschützfabriken. Ich will zumindest, bis wir hier Feierabend machen, zumindest die schweren Geschütze mal in Gang gebracht haben. Manövriere! Klingt vernünftig. Was heißt in Gang gebracht haben? Ich will einfach mal, dass wir zumindest ein bisschen was produzieren. Ja. Ich fahre hier gerade durch die Weltgeschichte, oben in der Antarktis, aber... Wenigstens einer ist produktiv. Ja, stimmt wohl. Aber ich finde immerhin alten, verlorenen Expeditionsschrott. Absolut. Finde ich toll. Das ist da. Übrigens der wertvollste Schrott. Oh. Kurs gesetzt. Manövriere! Okidoki. Flugroute ist eingezeichnet. Da habe ich noch ein Kraftwerk. Ja, das Kraftwerk habe ich gar nicht gesehen. Ja, das verändert natürlich alles. Kurs gesetzt. So. Kurz auf Klo, aber gleich wieder da.
mit O. Drei Dynamitfabriken, ein Hochofen, wobei der Stahl plus 1 hat. Das heißt, ich kann mir den Hochofen sparen. So, und dann gehe ich an die Geschützfabriken. Zwei Stück. Ja, sind die groß! Sind sie das? Juch, hi. Nee, ich hab sie noch nicht gebaut. Luftschiff! Juch, hi. Die sind, ja. Man möchte sagen, überwältigend. Okay. Alter, das ist mir groß. Propeller drehen sich. Guck mir gleich mal an hier. Da eine. Und hier die zweite. Erwarte neuen Kurs. Eidenei. Flugroute ist eingezeichnet. Alter, Finne. Was los? Watten Riesen, Osho, Junge. Im Schwebezustand. Kann dieses Geheimnis entschlüsseln? Wir dürfen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Nein, sie sind ja. Welcher Rohstoff ist so transparent, dass man direkt hindurchsehen kann? Beton vielleicht? Wo ist das Eisen? Eisen. Da. Ach, war das kein Glas? Kurs gesetzt! Welcher Rohstoff... Warte mal. Welcher Rohstoff ist so transparent, dass man direkt hindurchsehen kann? Gas. Klick mal auf eine Gas. Hast du schon eine Gasfabrik? Nee, ich baue erstmal, dass ich eine Insel damit habe. So, also kann es Gas schon mal nicht sein, weil das muss ja ein Rohstoff sein, den wir schon haben. Zum Glück nicht. Okay. Ja, wohl wahr. Glas, habe ich jetzt gesagt. Haben Sie einen Moment? So. Haben Sie einen Moment, Chef? Nö. Die Gewerkschaft hat genau das vorhergesagt. So, was haben wir denn noch? Was? Wasser? Nee. Fenster. Ein ausgezeichneter Katalysator. Mm. Oh. 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 Krankheitel. Oh, weiße. Gott. Genkidama Heisen. So. Professor Iwa Ebashi, Pionier des Radioaktiven. Geil, rein da, zack. Finde ich gut. So. Glas, ja, toll. Also ich klicke auf die Glasfabrik. Die meint natürlich die Fenster. Das finde ich ja ein bisschen unverschämt, aber nun gut. Das ist ja ein bisschen unverschämt.
Aber nur ein wenig unverschämt. Nicht ganz unverschämt. Nur ein bisschen. Das heißt... Ach du Scheiße. Da muss ich da auch noch Leute anbauen. Und die muss ich versorgen komplett mit dem Luftschiff. Wunderbärchen. Brauchst nämlich für so eine Gasstation 250 Techniker. Läuft. Läuft bei dir. Absolut nicht. Oh Gott! Ja, wollen wir mal anfangen, wa? So, die wollen Heizung. Da kann ich ja schon mal im Schwebezustand denen schon mal eine Route erstellen. Du fliegst hier hin. Lädst ein. Nur weil das kannst schon mal. Nicht 50 Holz, bist du des Wahnsinns. Reichen 10. Wir hatten doch in der neuen Welt soweit alles vorbereitet für Öltransport. Das ist korrekt. Ja. Viele frühere Expeditionen haben sich einen Ölhafen haben wir gebaut. Die meisten mussten wertvolle Vorräte zurücklassen. Wir könnten danach suchen. Ah, aber zumindest habe ich trassentechnisch für die Eisenbahn alles vorbereitet gehabt. Okay, weil ich brauche tatsächlich mehr Öl. Ich brauche noch ein Kraftwerk. Ja. Oh, ich brauche Beton hier und Fenster. Und Stahl. Scheiße. Also nicht das. Entschuldigung, Mist. Ich brauche Kohle ja auch. Oh, Leute. Von heute. Oha, das wird haarig. Das. Gut, Kohle baue ich an. Dann können die das darüber schippern. Dann ist denen warm. Katastrophal. Uiuiuiui. Apropos katastrophal. Das hier ist katastrophal. Das ist absolut katastrophal. Die Anordnung von diesen Öl... Okay. Interessant, dass es da schon für nicht reicht. Könnte ich auch noch was bauen. Du bist ja auch ein Schelm, ne? Bitte? Ja, genau du. Ja, bitte? Sie wünschen? Ach, schon gut. Was ist los? Reden Sie mit mir. Nein. Nein. Nein, ich möchte nicht darüber reden. Okay. Jetzt habe ich keinen Stahl mehr. Och. Stahl? Ja. Habe ich irgendwo noch einen Klapper übrig? Hm.
Die neue Welt. Nee, nicht die neue Welt. Die alte Welt. Oh, die wollen ja auch fressen haben. Ja, sabbel nicht, ich will das Ding kaufen. Ja, danke. Und das gleich mit. Wie viel Futter gibt es denn auf dieser Insel? Die essen kein Gulasch. Gulasch? Wo ist denn das? Das ist doch nicht. Da. Pemmikan. Ah ja. Wo ist die Route? Da. So, aus weit weg holst du dir bitte Nahrung. Danke. Aber nicht so viel. Okay. Wie sieht's? Im Kessel. Oh, da fliegt ein Luftschiff. Miau. Route. Ja, das ist. Oh, Alter, ist das Arbeit hier. Ja, wo sind wir hier in Kaiserslautern? So, das Öl. Nicht 50, sondern 5 auch nur. Dankeschön. Da kannst du es dann entladen. Dankeschön. Wie viel Lager hat man eigentlich da drüben? Das würde mich mal interessieren. Plus 75. Ach, das ist ja purer Luxus. Ich habe beim Archie. Wurde beendet. Ich habe beim Archibald Dings gekauft. Acht Schiffe. Ja, sehr schön. Ja, genau. Können wir gebrauchen. Ja. So, ich bräuchte auf jeden Fall auf lange Sicht Fenster. Na, wundervoll. Wenn es nichts Besseres geben würde. Ein neuer Auftrag? Wo? Ach so. Erwarten neue Horizonte. Schiffe. Das ist der Öl. Der Öler. Die verlorene Fracht. Ach so. Luftschiff! Goldene Seekuh in der neuen Welt? Ach ja? Schiff. Da ist sie doch. Du bist nämlich jetzt umbenannt. Nur zur Administration. So. Höhe stabil. Ja. Gut. So, flieg da mal hin, damit ich die Aufgabe kriege. Vielleicht, wer weiß, was ich da kriege. So, durch eine Nebenaufgabe sind ja... Also das zweite Luftschiff kann ich nicht bauen, da fehlt mir wieder... Mir fehlt auch Gas, unabhängig davon, also... Das dauert also noch. Also wirtschaftstechnisch sind wir mit Hugo und Vicente gleich. Okay. Absolut gleich. Militär haben wir knapp 100 weniger wie Hugo. Krass. Und knapp 250 weniger wie Vicente. Das ist ordentlich. Steuere. Obwohl ich hier eine Flotte von... Ich bin sehr froh, dass der alte Nate hier ist. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Auf Kurs. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Wo sonst? Flugroute ist was? Wo ist was explodiert? Capital City. What? Of course. Wieder eine Bombenstimmung bei dir. So. Katastrophe.
Oh Gott, Hilfe. Oh, schau. Flugroute ist eingezeichnet. Ist gerade ein Video live gegangen. Ich habe eine Benachrichtigung bekommen. Ach ja, 12 Uhr. Ja. Flugroute ist eingezeichnet. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dieser Militärwert, ne? Ich meine, so ein Schlachtschiff ist halt einiges wert. Ja. Ich bin mir sicher, dass die Hauptflotte von uns einen respektablen Seekampf bestreiten könnte. Aber sie ist halt absolut unflexibel. Und ja, langsam. Ja. So sieht's aus. Halt unser Problem. So, im Schwebezustand, ja. Müssen wir mal gucken, dass wir Items finden für das Flugschiff. Mhm. Auf lange Sicht. Warte mal, hat der Nate nicht irgendwas? Ja, hat er. Ach so, noch mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Ach so. Ja, läuft. Gib Gas, Junge, gib Gas. Ach du Scheiße. Bewegungsgeschwindigkeit plus 15%, Unterhaltskosten minus 25%. Läuft. Frachtverlangsamung minus 100%. Läuft. Alter. Wie viel kostet das denn? Aha, das geht aber. Ist ja ein Witz. Propeller drehen sich. Der Popeller. Manövriere! Muss ich drehen. Der Propeller. Warum ist der auf Pause? Achso. So, dann fliegt man noch schnell hierher, dann schaffe ich das noch in der... Wo ist das Luftschiff? Zeig mir das Luftschiff. Da, das fliegt gerade auf dem Weg zur Schule. Zur Schule, ja. Zu weit weg. Da bringt es dann erstmal den Schrott weg. Dann zum Nate und dann... Kauf ich mir da noch ein bisschen Stuff. Administrativ umbenannt worden. Finde ich gut, ja. Propeller ist angekommen. Bitte was? Propeller! Ah nein, ich weiß noch was viel besseres, warte. Oh Gott, jetzt sieht's. Wo ist das Luftschiff? Da. Kurs gesetzt. Nicht Popeller. Jetzt bin ich gespannt. So. Ja. So ist das, ja. Wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr Spaß. So sieht's aus. Der Herr möge auf die Uhr schauen, by the way. Ja. Ach, man kann das gar nicht kaufen. Ach so. Doch, man kann Uhren kaufen. Nein, ich meine... Aber die zeigen immer die gleiche Zeit an. Die tollen Sachen, die er da haben will, die muss man da tauschen. Alles klar. Messing, Glas, Holz. Ach du Scheiße. Aber gut, da hätte man ja was zu tun beim nächsten Mal. Wunderbärchen! Ja, ist auch schon soweit. Ja, denn, würde ich sagen, machen wir jetzt aus, weil dann haben wir mehr Zeit fürs nächste Mal. Ja, warte, ich mach mal einen Speicherina. Speicherina. MP, was haben wir heute für ein Datum? 19, 3, 21. So sieht's aus. Gut.